Hey Leute, und ich freue mich, euch mein neues bzw. unser neues Projekt ankündigen zu können, und zwar 500 Jumps to Death. Eigentlich würde euch jetzt an dieser Stelle ein 10-minütiges Infovideo erwarten, das ich zusammen mit Basti Zockt, mit dem ich zusammen dieses Projekt machen möchte, aufgenommen habe gestern Abend, wenn ich Vollpfosten nicht etwas an meiner Soundwiedergabe falsch eingestellt hätte und in dem Video nur ich zu hören wäre. Nun gut, so habt ihr wenigstens das Gameplay von diesem Abend bzw. von diesem Video im Hintergrund, und ich erkläre euch jetzt mal in aller Kürze, um was es eigentlich geht. 500 Jumps to Success ist die Map davon, wie man vielleicht schon bei 500 Jumps to Death irgendwie schon denken könnte. Diese Map gehört mit zu den härtesten Jump'n'Run-Maps überhaupt und wurde zum Beispiel auch schon von Pizmeat vor vielen Jahren mal gezockt, oder ich hatte das auch irgendwann mal ein bisschen probiert. Es gibt auch irgendwo ein verschollenes Video auf meinem Kanal dazu. Und ich hatte Basti so mal angeschrieben, hey, hast du Bock da mal einfach aus Spaß ein Video zu machen? Und dann hat es angefangen quasi die Gedanken zu keimen, und da haben wir gesagt, hey, Jump'n'Run ist doch viel zu einfach, wir machen da draus so ein richtiges Battle zwischen Basti und mir. Und ja, und somit herzlich willkommen zu 500 Jumps to Death. Wo ist der Unterschied hier? Nun, der Tod sagt es schon irgendwie so ein bisschen, und wenn ihr aus Thumbnail gesehen habt, werdet ihr noch mehr Verständnis dafür haben. Es geht nicht nur um Jump'n'Run, sondern es geht um ein Battle uns gegenseitig mit Strafen und Challenges und dem ganzen Müll, was das eben noch so mit sich bringt. Wie sieht das konkret aus? Nun, diese Map ist ja in verschiedene Stages. Diese Map ist ja in verschiedene Stages mit verschiedenen Checkpoints eingeteilt. Und wir werden jedes Stage bzw. später jeden Checkpoint ein kleines Battle veranstalten, indem wir schnell auf Timolia wechseln und uns dann in 1 vs. 1 battlen. Und der Verlierer dort, der wird dann eine Strafe bekommen, wie zum Beispiel 2 Minuten lang mit Blindness spielen oder im F5-Mode spielen oder 2 Minuten lang in einer fremden Sprache kommentieren oder so ein Kram. Da sind wir vor allem auch auf eure Kommentare gespannt, weil das Ganze natürlich auf Command Blocks und Mapmaking, was ich jetzt die restliche Nacht bis 5 Uhr, ne, bis 5:30 Uhr heute morgens alles reingebaut habe, basiert. Das heißt, das kann man alles noch erweitern, und eure geilen Ideen, die ihr hoffentlich habt, was man noch so als Bestrafung machen könnte, können damit reinfließen. Natürlich nichts, was man irgendwie in ein extra Video machen müsste, sondern Sachen, die einen gezielt beim Jump'n'Run behindern. Ja? So Kram, falls euch irgendwas einfällt, nur zu. Das Ganze geht aber natürlich noch ein bisschen weiter. Bevor ich aber dazu komme, vielleicht kurz erklärt, wie funktioniert das also konkret. Nun, wir zocken die Map und laden das immer abwechselnd auf unseren beiden Kanälen hoch. Am Dienstag geht es immer los pro Woche. Bei Basti, Mittwoch ich, Donnerstag Basti, Freitag ich, Samstag Basti, Sonntag ich, Montag Pause. Das heißt, dieses Ankündigungsvideo kommt jetzt am Sonntag, morgen ist Pause und am Dienstag geht es dann los. Immer um 20 Uhr, Primetime also, immer 15 Minuten, und werden immer eine Woche am Stück aufnehmen. Und gerade noch vielleicht zu den Challenges, das wird so sein, dass derjenige, der weiter ist von uns beiden, einen Punkt hat, und derjenige, der als erstes 4 Punkte hat, hat gewonnen, und der andere bekommt dann für die nächsten Minuten eine Strafe. Und die restlichen 2 bzw. 3 Punkte, die man quasi bräuchte, um mehr als 2 zu haben, also näher an der 4 dran zu sein, ja, derjenige, die bekommt man, indem man 1 vs. 1 gewinnt. Also so viel dazu, aber das Ganze geht natürlich noch ein bisschen weiter. Wir haben uns überlegt, wie kann man neben den Strafen in Jump'n'Run und dem 1 vs. 1 und dem wahrscheinlich Todesgerage oder was auch immer uns da erwartet, wie kann man das noch geiler machen? Und da haben wir uns überlegt, hey, fragen wir doch mal Nitrado, ob sie uns sogar noch ein Gewinnspiel sponsern. Und so wird es jede Woche zusätzlich zu den ganzen geilen Videos, die wahrscheinlich dabei rauskommen werden, noch ein Gewinnspiel geben. Und zwar könnt ihr jeweils immer in den ersten 2 Videos der Woche, also nochmal zur Erinnerung, dienstags bei Basti, mittwochs bei mir, immer in den ersten 2 Videos der Woche könnt ihr in den Kommentaren dann, wenn die Videos draußen sind, Wetten abgeben. Sprich, ihr könnt natürlich, bis das Video am Donnerstag da ist, Wetten abgeben. Also immer in den ersten 2 Videos, irgendwie klar, aber natürlich auch nur im Zeitraum, bis das dritte Video dann draußen ist. Und aus diesen Wetten werden wir dann diejenigen auswählen, die am nächsten dran sind. Und zwar geht es dabei um die Anzahl der Fails. Eigentlich korrekt gesagt wäre Anzahl der Tode, aber ich habe das so umge
gecodet, könnte man sagen, so umgemapmaked, dass es jetzt die Anzahl der Fails ist. Und diejenigen, die am nächsten dann dran gewettet haben, zum Beispiel, was weiß ich, Skate stirbt 200 Mal und Basti 300 Mal oder so. Diejenigen, die am nächsten da dran sind, die bekommen einen Minecraft-Server von Nitrado mit 500 Jumps to Death vorinstalliert. Pro Woche wird es 3 Gewinner geben, die wir dann wieder am Anfang in den ersten 2 Videos der Woche ankündigen werden. Und dann könnt ihr wieder mitmachen und so weiter und so weiter. So wird das jetzt mehrere Wochen so gehen. Dieses Projekt, wir sind total gehyped, weil wir super Bock drauf haben. Ich habe sogar extra ein paar Texturen dafür nochmal erstellt, was in-game Mapmaking technisch auch, wird es bald ein Tutorial zu geben, was ich da eigentlich gemacht habe. Ihr könnt die Map selbst zocken. Es ist, glaube ich, eine ziemlich geile Sache. Und ich freue mich da total. Es ist jetzt eine halbe Stunde vor unserer ersten Aufnahme, wie ich dieses Video hier aufnehme. Und ich hab so Schiss, Alter. Wir haben uns die Map ja so ein kleines bisschen im Voraus angeguckt, was uns da erwarten wird. Und da sind Sprünge dabei, von denen ich nach wie vor behaupte, dass sie nicht machbar sind. Also, nee, ich musste ja einmal komplett durchfliegen und alle Checkpoints anpassen und so weiter. Und das, was ich da kurzzeitig gesehen habe, bringt mich zum Schluss, dass wir sterben werden. Deswegen ist der Name 500 Jumps to Death wahrscheinlich total angebracht. Wenn ihr jetzt noch mehr Informationen sucht, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachgucken oder euch einfach den Kurzlink bit.ly/500 und dann groß JTD merken. Denn darüber habt ihr ein Dokument, wo nochmal alles schön zusammengeschrieben ist. Und ich freue mich total, dass es jetzt am Dienstag losgeht und ich hoffe, ihr seid da auch dabei. Denn ich denke, es wird ein richtig, richtig lustiges Projekt, weil Basti und ich, wenn wir aufeinandertreffen, machen wir ja eh nur Scheiße. Also ich freue mich total drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wenn ihr dieses komplette Gameplay, was jetzt gerade gezeitraffert war, in seiner vollen Schönheit sehen wollt. Ach, das ist es blöd, weil Basti hat mitgezockt, aber kam nicht so weit. Egal, wenn ihr trotzdem Gameplay von dieser Runde sehen wollt und nochmal die ausführlichere Beschreibung quasi nicht zu kurz zusammengefasst, dann schaut bei Basti vorbei und dort wird es am Dienstag dann auch mit der ersten Folge losgehen und am Mittwoch dann mit der zweiten Folge hier und so weiter, wie zum Beispiel bei, was weiß ich, bei Reset oder so, haben wir ja hier Unge und Dena es genauso gemacht. Einfach so immer abwechselnd, so haben wir auch weniger Arbeit mit den Videos vor allem. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher, täglich da was zu bringen. Also, in diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen und bis Dienstag, wenn es heißt 500 Jumps to Death. Ciao!